geht ganz konkret darum, dass die Oper ein neues Ballettprobenhaus braucht. Also die Räumlichkeiten, die es bis jetzt gegeben hat, sind nicht mehr angemessen, weil sich auch die Art des Balletts total gewandelt hat. Das kann man auch sehen. Wir sind hier in Düsseldorf mit Martin Schläpfer sehr erfolgreich mit dem Ballett. Es findet ja deutschlandweit und auch international Beachtung. Und für das, was Martin Schläpfer macht, muss es einfach andere Räumlichkeiten geben, um dort zu proben und diese Aufführung zu proben und zu planen. Es ist sehr klar gesagt worden, dass Schläpfer sich nur entschieden hat, nicht nach Berlin zu gehen, wenn er ein neues Balletthaus bekommt. Wir haben ja nochmal nachgefragt bei Herrn Schläpfer. Er hat auch gesagt, er würde, wenn das nicht gebaut wird, bleibt er nicht hier. Das Problem ist ein bisschen, dass die Stadt verkündet hat, sie würde ein neues Balletthaus bauen wollen, um Martin Schläpfer hier zu halten, der gesagt hat, unter diesen Bedingungen, unter denen ich proben muss, mache ich nicht weiter hier in Düsseldorf. Und er hatte auch schon ein anderes Angebot. Ja, und da hat die Stadt gesagt, okay, wir bauen ein Balletthaus, aber wir geben es an einen privaten Investor. Ja, das ist ein Problem, weil es ja nicht immer so ist, dass ein privater Investor wirtschaftlicher ist, als wenn die Stadt zum Beispiel selber Geld in die Hand nehmen würde. Also es gibt ja sehr unterschiedliche Modelle, wie man ein solches Balletthaus bauen könnte. Und uns kommt es darauf an, dass es das wirtschaftlichste Modell ist, weil natürlich die Stadt nicht mehr Geld ausgeben soll als notwendig. Uns wird vorgeschlagen, in der Ratssitzung einen Vertrag oder ein Vorhaben zu beschließen, dass die Stadt über 30 Jahre an eine Betriebsgesellschaft, eine private, bindet und dass die Stadt 20 Millionen ungefähr kosten wird. Alles, was wir aber bisher gesehen haben an Berechnungen, ist kaum nachvollziehbar und man kann überhaupt nicht genau sehen, ob es sinnvoll ist, das jetzt eben an einen privaten Investor zu geben oder zum Beispiel zu überlegen, ob die Stadt es selbst baut. Also man kann das wirklich nicht, es gibt nicht genügend Informationen, um es gut beurteilen zu können. Das heißt eigentlich, das komplette Risiko, wenn etwas mit dem Investor schiefläuft, bei der Stadt hängen bleibt. Und deswegen finde ich, müssen wir gut darauf gucken, dass das alles ordentlich durchgerechnet ist und wir wirklich das wirtschaftlichste Angebot und natürlich auch das risikoärmste möglichst bevorzugen können. Und wir sagen, okay, man soll nicht jetzt entscheiden, man gibt es auf jeden Fall an einen privaten Investor, sondern man soll erst ja, zwei Planungen machen, einen für einen privaten Investor, wo man dann auch mal Angebote einholen kann und einen für die Stadt und soll dann erst entscheiden, was ist denn wirklich günstiger. Im Grunde wünschenswert gewesen, hätte die Verwaltung schon früher vielleicht mal an die Politiker ein paar Informationen gegeben und dann hätte ja auch sowas wie ein solches Angebot auch durchaus mit dabei sein können. Es wird ja immer gesagt, ja, die Stadt Düsseldorf ist schuldenfrei. Wir wissen ja inzwischen, dass eigentlich schon sehr viel Geld ausgegeben worden ist und dass wir schon eine ganze Menge Verbindlichkeiten haben und dass mit der Schuldenfreiheit jetzt auch nicht mehr immer so ist, wie das vielleicht vorher mal war. Und aber grundsätzlich stehen wir natürlich dafür, auch als Grüne zu gucken, wie kann man mit den Steuergeldern unserer Bürgerinnen und Bürger am wirtschaftlichsten und sinnvollsten umgehen. Und dazu gehört eben, dass man auch nur nach vernünftigen Informationen entscheidet und nicht sozusagen außer Hand heraus irgendwas entscheidet, was nachher halt ja, Steuergelder verbrennt, kann man auch einfach mal so sagen.